Bevor das Video losgeht, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, im FIFA 21 Karrieremodus mit Sophie Asselheim. Wir sind immer noch bei Brighton im Jahr 2028. Bald ist Neujahr. Wir sind schon im Dezember, wir haben das Halbfinale. Ihr seht es gegen Man U, die wir gerade eben noch geschlagen haben in der letzten Folge. War ein krasses Spiel, könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir haben gute Gegner, Leicester und Liverpool noch vor uns, Crystal Palace. Mache ich mal eine Klammer drum. Und dann geht es schon weiter im Kalender. Wir gucken kurz, unser Achtelfinalgegner in der Champions League ist Piemonte, also Juventus Turin, suchen. Es könnte der Region sein. Für Van de Poel haben wir einen Sutalo, der fit ist. Oh yes, perfekt. Ich würde sagen, let's go. Mit der Mannschaft gehen wir rein. Und damit geht's los. Das Halbfinale schon im Carabao Cup gegen Manchester United. Aufpassen. Oh. Oh nee, direktes Gegentor. Alcolado, unser ZDM. Das klingt wie an wie so ein Drink. Alcolado, I don't know. Egal, auf jeden Fall, der muss ihn haben. Komm schon. Wo ist Nubi? Da ist Nubi! Und da ist das Ausgleich. Let's go. 1:1. Nubi macht das Tor. Jetzt nochmal auf Perez. Stark, der konnte sich durchsetzen, Perez. Nochmal rüber, gelegt. Jetzt nochmal in die Mitte, Nubi. Da ist das 2:1. Wie gut war das bitte von Perez? Aber dann geht der Verteidiger halt auch zu schnell auf den Boden mit der Grätsche. Er muss da oben bleiben. So, jetzt hier schön nach vorne spielen. Oh, was ein Pass auf Rodriguez. Und der hat die Geschwindigkeit. Süle ist in der Nähe. Rodriguez, mach ihn, komm. 3:1. Ergebnis gehen. Ja, so geht's auch aus. Schönes, schönes Spiel. Wieder 4:1. Das gleiche Ergebnis wie in der Premier League. Regenerationszeit. Und dann würde ich sagen, simulieren wir. 1:1, wieder nur unentschieden. Ey, als ob wir verlieren, wir spielen so oft unentschieden. 3 Mille obendrauf, warum nicht? Nimmt er an. Ich weiß, er verdient ja nochmal richtig schön viel. Okay, Platz 1 gegen Platz 5. Direktes Spiel, es kommt alles genau an, der Schuss ist perfekt. 1:0. Huang, 15. Saisontor, ist auch auf Nummer 1 der Torjägerliste momentan. Schön, jetzt kann Dest durchlaufen. Sergio Dest, komm schon Junge, über das ganze Feld rennt er und sieht Huang und das ist das 2:0, Doppelpack vom Südkoreaner. Zum Endergebnis, 3:0, Van de Beek kriegt nochmal eine gelbe, aber das war's. Ganz wichtiger Sieg, City und Manchester City hat unentschieden gespielt, jetzt 4 Punkte vorne, Spieler verletzt, Perez für 5 Tage, Jibril Boyer. Jibril Boyer. Der sieht super aus. 91 bis 94, richtig super Talent eigentlich. So, im King Power Stadium jetzt gegen Leicester. Let's go. Ist doch nicht. Van de Poel, gutes Pressing. Hutchinson, nimm den Ball mit. Hutchinson auf Huang. Das muss sein. Das ist das 1:0. Und natürlich unser Südkoreaner, unsere Nummer 9. Right. Oh, David. Aufpassen, viel zu früh. Und ich fand vor draus Ausgleich. Oh Mann, Jungs. Das war auch schlecht verteidigt. Ina, schön jetzt. Ah, als ob die gerade jeden Ball bekommen. Das ist doch actually stupid gerade. Das ist actually stupid. Die kriegen jeden Ball vor die Füße geworfen. Und dass der da durchkommt, ist auch der größte Witz ever. Oh Mann. Nachdem man den Ball aber auch verloren hat. Oh, schöner Pass auf Huang. Und das ist Effizienz, die einen Meister ausmacht. Und das war wegen der Effizienz, die Huang ausmacht. Nächster Doppelpack. Schön gespielt. Huang. Huang gegen alle. Boah, wie hält er den denn? Lafont. Warte, was? Es gibt Elfmeter? Wo? Nein. Nein. Dafür gibt es Elfmeter. Wirklich. Das ist... Ey, komm, FIFA. Komm schon, FIFA. Ich bin einfach nur noch sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir verlieren gegen Leicester City. City gewinnt auch noch. So, gegen Millwall. Das werden ja wohl gewinnen. 2:0. Huang wieder Doppelpack. Verhandlungen starten. 154 Millionen. Für Bellingham.
Bellingham, der hat einen Marktwert von 160 Millionen. Und der will ihn abgeben für 150. Dude, safe. Ah, er will sogar mehr. Ja, okay. Damit haben wir jetzt auch noch einen 92er Mittelfeldspieler. Warum auch nicht? So machen wir es. Also guckt euch jetzt ein Team an. Ja, Huang wieder mit einem Doppelpack bis Zuma, Spiel auch. Nice. Auf Spiel gegen Tottenham. Sieg gegen Arsenal. Wobei ich. Vielleicht gibt es Transferangebote. Für Schinkel. Cavallo. Ja, safe geht er. Ha, Kappa. So, weiter geht's. Wir sind immer noch Platz 1, 3 Punkte Vorsprung. Huang Doktorjäger mit 4 Tonnen Abstand. Und ihr seht, der teuerste Transfer mit Abstand, mit 70 Millionen Abstand, ist eben Bellingham, der zu uns gewechselt ist. Und wenn uns absoluten Top 11 simulieren wir durch. Also wenn wir das nicht ganz klar gewinnen. Boah, ich wäre fast aufs Spiel gegangen. Aber wenn wir das nicht ganz klar gewinnen, weiß ich auch nicht. 3-1. Huang mit einem Hattrick. Übereinkunft. Okay, Sperre abgelaufen, erstmal wichtig. Bulaude. Argentina, 20 Jahre jung. Ich habe gesucht nach dem Region von Messi irgendwo, aber der ist rechts Fuß, deswegen, I don't know. Für knapp 30 Millionen nehmen wir an und wir verhandeln direkt. Natürlich ein bisschen Einstiegsbonus und ja, nice. Damit haben wir einen neuen Stürmer. Also wenn man jetzt unsere Auswechselbank sich anschaut, mega gut. Und natürlich unsere Stammelf ist sowieso krass. Oh, let's go. Im FA Cup gegen Crystal Palace. Stark auf Perez und da ist das 1-0. Perez nochmal. Dest, rüberlegen. Tonali, nochmal rüber. Cavallo, nochmal zurück auf Bellingham. Komm, mach es. Er macht es. 2-0. Würde ich sagen, gehen wir zum Endergebnis. Ja, ist alles klar. Bis zum Zuma sieht nochmal gelb. Alles kein Ding. Automatisch ersetzen. Alcolado haben die da hingesetzt statt Lima. Warum auch immer. Wir gewinnen 1-0 dank Huang natürlich. Ey, dieser Typ. Ah, dieser Huang ist so eine Legende jetzt schon. Let's go gegen Tottenham. Im Amex Stadium. Schönes Wetter. Jetzt in die Mitte. Oh, Van de Poel, wie kommt denn der an den Ball? Van de Poel! 1-0. Nicht abspielen lassen, nicht abspielen lassen! Van de Poel, riesen Save, aber er ist trotzdem drin. Könnte mir das Gegentor leider nicht mehr verhindern. Ecke kommt. An die Latte. Aufstehen, Jungs. Da stehen einfach... Oh, wie kann Osimhen denn zweimal den Kopfball da gewinnen? Wir bleiben geduldig. Oh, aufpassen jetzt. Eieiei, was machen wir denn in der Verteidigung? Das ist so einfach. Wie die uns ausspielen, das ist so einfach. Doch mal, warum läuft denn er nicht durch? Genau so. Anschluss. Wir haben noch genug Zeit, Jungs. Einfach abgekocht, das wird's gewesen sein. Wir verlieren gegen Tottenham. Oh, wie können wir 3 Gegentore bekommen in einer Halbzeit? 4 Punkte vorne. Könnten wieder 7 Punkte vorne sein. Weil Liverpool ist jetzt Erster. Also es ist echt spannend hinter uns. Tottenham haben uns ja geschlagen. Tottenham bis Liverpool. Platz 2 bis 5 ist sehr deutlich. Dann kommt nochmal ein kleiner Sprung. Und wir spielen vor allen Dingen auch ganz wichtig mit unserem Top-Torjäger jetzt gegen City. Mit Huang wieder an der Startelf. Es ist einfach mal kein Abseits. Oh, ist das cool. Von dem Südkoreaner, von unserem Top-Torjäger. Da ist Bellingham gut mitgelaufen. Wie geht der denn rein? Gar kein guter Abschluss, aber es steht 2-0. Nichtsdestotrotz. Damit gehen wir mal wieder zum Endergebnis. Also wenn es 3-0 steht, dann wird da nichts mehr passieren. So wichtiger Sieg. Bis zum Rückspiel in der Champions League. Let's go. Gucken wir mal, wie es verläuft bis dahin. Sieg gegen... Unentschieden 2-2 gegen Piemonte. Sieg gegen Pokal. Da weiß ich nicht, ob wir gewonnen haben. Sieg auf jeden Fall auch in der Liga. Und den Pokal wieder gewonnen. Wir gucken kurz. Ja. Das heißt, wir haben alles gewonnen bis auf das Hinspiel unentschieden. Dann heiße ich euch gerne und herzlich willkommen zum Rückspiel in der Champions League im Achtelfinale. Hinspiel in Turin ging 2-2 aus mit dem Former Stadium. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn wir in der Premier League spielen, ist es das Amex Stadium. Aber wenn wir so international spielen, ist es das Former Stadium. Oh mein Gott. Ich verstehe langsam. Leute, oben links, ich guck, zeig mal, hier sind die Komfortoren und so. Das hab ich noch nie gesehen. Oh, Peter.
Aber wir legen direkt los. Wir spielen unsere Top-Mannschaft. Also alles im Top-Fit. Let's go. Oh, das war so schlecht verteidigt. Oh mein Gott. In der 7. Minute das Gegentor bekommen. So muss es sein. Der Ball auf Wang. Schieß mal drauf. Boah, Anti-Latte. Das ist zu mal. Kommt er den Ball jetzt mal zurücklegen auf Perez. Nochmal rüber. Boah, ist das geil gespielt, Jungs. Ausgleich. In der 45. Perez. Und jetzt in die Mitte das Ding. Durch die Beine von Chesney. Machen wir das 2:1. Huang. Ich habe einfach alles, jede Power, die Perez in seinem rechten Fuß hat, habe ich in diesen Pass gehauen. Ich würde sagen, wir gehen direkt doch in die Simulation. Ne, wir gehen zum Endergebnis. 3:1. Alcolado kommt noch rein. Damit sind wir im Viertelfinale. Für die Nationalmannschaft abgestellte Spieler. Ich glaube, die Liste war noch nie so lang bei uns. Guckt euch das an. Wir haben 2 Spiele weniger und sind jetzt schon 5 Punkte vorne. Doch, vorspulen bis zum Heimspiel gegen Dortmund. Gucken wir mal, was kommt. Newcastle-Sieg. Crystal Palace-Sieg. Leeds gucken wir gleich. Leeds haben wir 3-3 Unentschieden gespielt. Was ein Torfestival. Top-Träger in der Champions League natürlich auch Huang mit 8 Toren. Wir schauen aber auf die Premier League. Eins höher. Da. Wie viele Punkte sind wir vorne? Momentan mit 8 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Wir sind definitiv nicht ungeschlagen, aber wenn man sich unsere Offensive anschaut, 72 Tore. Unsere Defensive steht auch sehr gut mit nur 33 Gegentoren, aber da Fulham ist erstaunlich stark die Saison. Also insgesamt ein Tordifferenz von 39 auch. Wir haben eine geile Mannschaft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.